Herzlich willkommen zu Masters with Masters, unserer Diskussionsplattform, die gemeinsam vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dem DLR, und der NASA gesponsert wird. Zu Gast sind die Vorsitzenden dieser beiden Organisationen. Ich bin Ed Hoffmann, Direktor des Programms Project and Engineering Leadership der NASA Akademie. Unsere Gäste sprechen heute über Ideen und Erfahrungen, die sie während ihrer Laufbahn in der Weltraumforschung und bei ihrer Arbeit mit komplexen Programmen sammeln konnten. Ich schätze mich sehr glücklich, heute diese zwei ganz besonderen Gäste zu begrüßen. Und ich fasse mich kurz. Bei mir ist Johann Werner, Vorstandsvorsitzender des DLR und in dieser Funktion seit März 2007. Zuvor war er für 12 Jahre Präsident der Technischen Universität Darmstadt. Nach einer Karriere als Bauingenieur übernahm er 1990 in Darmstadt die Leitung der Prüf- und Versuchsanstalt. Herzlich willkommen. Vielen Dank, ich bin überglücklich, hier zu sein. Und ebenfalls hier ist Charlie Bolden, seit Juli 2009 NASA-Administrator. Vor seiner Karriere in der NASA diente er 34 Jahre bei den US Marines. Dort gehörte er 14 Jahre zum Korps der Astronauten, das er als dekorierter Zwei-Sterne-General verließ. Er flog 4 Weltraummissionen, darunter die Entsendung des Hubble-Weltraumteleskops in der ersten bemannten Weltraummission der USA und Russlands. Danke, dass Sie heute bei uns sind. Wir alle freuen uns sehr. Unsere Zuschauer hier im James-Webb-Auditorium werden später die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen. Aber zunächst möchte ich über die Zusammenarbeit zwischen NASA und DLR sprechen, die seit Jahrzehnten besteht. Johann, in Ihrem Blog sagen Sie, NASA und DLR sind für Sie zwei Organisationen, die gemeinsame Ideen teilen. Was meinen Sie damit? Wenn Sie sich die NASA und das DLR anschauen, dann sehen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Eine Gemeinsamkeit zum Beispiel ist, dass wir uns beide in der Weltraumforschung und in der Luftfahrt engagieren, was andere Organisationen in der Welt nicht unbedingt tun. Eine andere Gemeinsamkeit ist, dass wir beide Raumfahrtagenturen sind und uns gleichzeitig der Forschung verpflichtet fühlen. Die NASA unterhält Forschungsprogramme am JPL in Pasadena, am Dryden und am Goddard-Zentrum. Und so versteht sich auch das DLR als Forschungszentrum und als Weltraumbehörde zugleich. Da finden Sie Gemeinsamkeiten. Aber es gibt auch Unterschiede. So hat das DLR auch die Bereiche Energie und Verkehr in seinem Portfolio. Züge, Autos etc. Das ist anders bei uns. Aber es gibt noch einen zweiten großen Unterschied. Das Geld. Die finanzielle Ausstattung der NASA ist wesentlich anders als die des DLR. Und auch deshalb bin ich sehr froh, hier zu sein und mit Charlie zusammen gemeinsame Projekte zu diskutieren, die wir bereits bewältigt haben und die noch vor uns liegen. Die NASA und das DLR haben über die vergangenen Jahrzehnte oft und in vielen Bereichen kooperiert. Was ist wichtig für eine erfolgreiche und gewachsene Zusammenarbeit wie die Ihre? Wie Johann bereits ausgeführt hat, entscheidend ist, dass wir von denselben Grundprinzipien überzeugt sind. Vergleichen Sie zum Beispiel die nationale Raumfahrtstrategie, die Präsident Obama im Juli 2010 veröffentlicht hat, mit der Raumfahrtstrategie Deutschlands. Sie spiegeln einander. Beide stellen sie internationale Zusammenarbeit, kommerzielle Beteiligung und Nutzung sowie Forschung und Entwicklung in den Mittelpunkt. Das sind auch die 3 zentralen Punkte in der Raumfahrtstrategie unseres Präsidenten. Und es gibt andere Bereiche, über die sich der Kongress und das Weiße Haus einig sind. Der große Stellenwert der Raumfahrt, die Bedeutung der Luftfahrt und der Wissenschaft, in unserem Fall die Wissenschaftsförderung und dann die Bildung, das sind die Bereiche, in denen wir weiter arbeiten werden.
Sie haben erwähnt, dass Vertrauen und gute Beziehungen nicht unbedingt entstehen zwischen Institutionen und aufgrund neuer Vereinbarungen, sondern dass es die persönlichen Kontakte sind, die dazu beitragen. Sind das Erfahrungen aus Ihrer Zeit im Astronautenkorps? International werden die Vereinigten Staaten fast überall akzeptiert. Das ist eine Erfahrung, die ich kürzlich gemacht habe. Und mit kürzlich meine ich die letzten 40 Jahre, seit ich die Columbia University in South Carolina verlassen habe. Jedes Unternehmen erfordert Vertrauen. Das entsteht, wenn man über längere Zeit miteinander zu tun hat und sich ein persönliches Verhältnis entwickelt. Allerdings sind die USA das einzige Land, wo man eine Vereinbarung unterzeichnen kann, ohne die andere Seite überhaupt persönlich kennengelernt zu haben. Anderswo in der Welt trifft man sich, trinkt Tee oder Kaffee miteinander und dann nach einigen Wochen oder Monaten, in denen man sich kennen und vertrauen lernt, kommt eine Vereinbarung zustande. Aber natürlich muss es etwas geben, was man dem anderen anbieten kann. Ein persönliches Verhältnis und Freundschaft sind wichtig, das stimmt. Auch für mich. Deshalb bin ich so froh, heute hier zu sein. Gleichzeitig stellt sich die Frage, kann ich dem anderen in der Partnerschaft etwas bieten? Und ich denke, dass sich die NASA und das DLR gegenseitig eine Menge zu bieten haben. Nehmen wir zum Beispiel SOFIA, das fliegende Stratosphären-Observatorium für Infrarotastronomie. Das ist wirklich ein perfektes Zusammenspiel. Die NASA ist zuständig für die Aircraft Operations und das DLR stellt die Instrumente und das Teleskop zur Verfügung. So einfach perfekt. Und es geht nicht nur darum, dass wir die Finanzen zu gleichen Teilen übernehmen, sondern dass wir gemeinsam etwas schaffen. Denn gemeinsam erreichen wir mehr als jeder für sich. Es gibt drei Prinzipien, auf deren Basis wir operieren, egal wo. Transparenz, das heißt, ehrlich miteinander umzugehen. Gegenseitigkeit, wie Johann sagte, nämlich ein wechselseitiges Geben und Nehmen, was nicht bedeutet, dass es dabei immer um Gelder oder Funds gehen muss, sondern gemeint sind auch andere Dinge, die wir austauschen können. Und als drittes muss für beide Seiten ein Nutzen entstehen, denn sonst gäbe es kein wirkliches Interesse daran, etwas zu tun. Johann, Ihre beruflichen Erfahrungen sind breit gefächert. Als Bauingenieur forschten Sie in Japan zur Erdbebensicherheit. Nun sind Sie in der Luft- und Raumfahrt und arbeiten mit internationalen Partnern in unterschiedlichen Bereichen und Disziplinen. Hat das Ihr Denken verändert? Helfen Ihnen Ihre Erfahrungen in der jetzigen Führungsposition? Es hat mehr als nur mein Denken verändert. Nun, das Thema Erdbebensicherheit ist eine gute Basis für Weltraumtechnologie und das, was ich jetzt tue, denn es geht um sehr dynamische Prozesse. Schon als Kind habe ich mich sehr für Weltraumtechnologie interessiert. Ich weiß noch, einmal nahm ich meinen Vater auf den Arm und sagte, guck mal, da ist der Sputnik. Ich habe zwar nichts gesehen, aber ich habe ihm trotzdem geglaubt. Und dann habe ich alle amerikanischen Weltraummissionen verfolgt. Ich habe noch alles zu Hause, Sie können vorbeikommen und nachsehen. Jedes Detail habe ich genau verfolgt. Buzz Aldrin zum Beispiel. Und dann als Bauingenieur wollte ich mich weiterentwickeln. Und ich bekam das Angebot, Präsident der TU Darmstadt zu werden. Auch das sehe ich als eine gute Grundlage für das, was ich jetzt tue. Denn als Universitätspräsident musst du die Probleme anpacken, wie den Haushalt zum Beispiel. Und da sind auch noch die Professoren. Die sind eine ganz besondere Gattung. Und du bist international vernetzt. Ich war in der glücklichen Lage, mit unserer Regierung eine Sonderregelung zu vereinbaren, die meiner Universität volle Autonomie garantierte. Das war ein großer Schritt. Aber nach 12 Jahren an der Universität wollte ich neue Herausforderungen. Und ich kam zum DLR. In den letzten 3 Jahren hat sich mein Leben noch einmal total verändert. Ich bin unwahrscheinlich dankbar für diese Chance. Manchmal ist es fast nicht zu glauben. Die 3 Jahre beim DLR sind also gute Jahre gewesen? Ich kann nur sagen, sie waren einfach perfekt.
Besonders auch meine Beziehungen zur NASA, das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, die persönliche Zusammenarbeit. Dass mir die Türen offen stehen und dass ich mit eigenen Augen sehen kann, was hier gemacht wird und dass wir unsere Kooperation voranbringen, dafür bin ich sehr dankbar. Und ich freue mich auf die Aufgaben, die noch vor uns liegen. Wir kommen später sicher noch einmal auf das Thema Vertrauen zurück. Ich möchte jetzt über eines der Schlüsselthemen sprechen, nämlich das der neuen Technologien, der neuen Denkansätze. Johann, Sie haben Folgendes beschrieben. So wie evolutionäre technologische Entwicklung Kontinuität erfordert, so erfordern revolutionäre Entwicklungen und Durchbrüche Autonomie. Was meinen Sie damit? Und welchen Stellenwert hat Autonomie, wenn revolutionäre Durchbrüche erzielt werden sollen? Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt. Ich begann darüber nachzudenken, als ich einen Vortrag zu der Frage halten sollte, ist Technologieentwicklung eher evolutionär oder revolutionär? Und ich war mir zunächst nicht ganz klar darüber. Die Entwicklung in der Natur ist sicherlich evolutionär. Alles vom Urknall bis zum Universum, vom einzelligen Organismus bis zum Homo sapiens, ist mehr oder weniger Evolution. Natürlich gibt es immer Sprünge in der Entwicklung vom Einzeller zu höher organisierten Organismen. Aber von außen betrachtet ist es ein kontinuierlicher Prozess mit isolierten Sprüngen. Unser Denken sollte aber ein revolutionärer Prozess sein, in dem man Sprünge macht und Grenzen überwindet. Deshalb sollten wir unseren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, revolutionär zu denken. Das heißt für mich, dass sie Wege und Ideen erproben können, die am Anfang vielleicht sogar abwegig erscheinen. Aber es sollte Raum sein für Träume. Evolution ist ein kontinuierlicher Prozess. Er benötigt Beständigkeit, unter anderem in der Finanzierung. Aber Revolution braucht Freiraum. Freiraum für das Individuum und für die Institution. Man kann dem Einzelnen nicht alles vorschreiben und sagen, du musst die Schraube in dieses Loch stecken und dann musst du sie dreimal nach rechts und einmal nach links drehen. Das ist nicht, was ich will. Deshalb versucht das DLR, seinen Wissenschaftlern Freiräume zu schaffen. Natürlich haben wir Ziele zu erfüllen und deshalb entsteht ein recht kompliziertes Gleichgewicht. Aber es ist besser, die Ziele aufzuzeigen, als den Weg dorthin vorzugeben. Es ist besser, den Leuten zu sagen, das ist das Ziel. Entwickelt revolutionäre Ideen, um dieses Ziel zu erreichen. Und dafür brauchen wir Autonomie auf individueller und institutioneller Ebene. Sie versuchen, Ihren Mitarbeitern am DLR Zeit zu geben, in der sie sich ausprobieren können. Sie geben ihnen Autonomie. Ja. Ja, ich glaube, das ist wichtig für die gesamte Organisation. Die neue deutsche Raumfahrtstrategie legt Richtlinien fest, zieht Grenzen und setzt Ziele. Und das DLR mit seinem Wissen, seinen Erfahrungen und seiner Kreativität setzt diese innerhalb des vorgegebenen Rahmens um. Das bedeutet Autonomie und Freiraum. Und in einem nächsten Schritt gibt das DLR seinen Wissenschaftlern Ziele vor, die diese wiederum innerhalb des gegebenen Budgets zu realisieren versuchen. Für die NASA ergeben sich offensichtlich dieselben Anforderungen. Der Präsident hat aufgerufen, verstärkt technische Innovationen zu entwickeln, die helfen, die Herausforderungen zu lösen, denen sich unsere Gesellschaft ausgesetzt sieht, wie zum Beispiel der Klimawandel. Was tut die NASA im Bereich revolutionärer Durchbrüche und wie wird sie innovativer? Eine der Herausforderungen, ein verlässlicher internationaler Partner zu sein, liegt darin, dass wir periodische 2- und 4-Jahreszyklen durchlaufen. Ich bin froh, dass Präsident Obama in seiner Raumfahrtstrategie darauf setzt, dass es in der internationalen Zusammenarbeit einen größeren Wiederholungseffekt und eine größere Kontinuität geben soll.
Das war in unserer Vergangenheit nicht immer unbedingt der Fall. Wirft man einen Blick auf die Entwicklungen, die uns dahin gebracht haben, wo wir heute sind, und Johann hat das erwähnt, so war das Apollo-Soyuz-Projekt revolutionär. Es war die Zeit des Kalten Kriegs, aber man wollte etwas anders machen, weil es so wichtig war. Die internationale Raumstation, die ISS andererseits, wurde ins Leben gerufen aufgrund geopolitischer Überlegungen. Das ist eine evolutionäre Entwicklung, an der sich über die Jahre hinweg 15 oder mehr internationale Partner beteiligt haben. Und als wir überlegten, in welche Richtung es für uns damit weitergehen soll, haben diese internationalen Partner das Augustin Committee gewarnt. Es geht nicht, dass ihr die internationale Raumstation abschaffen wollt, was wir eigentlich vorhatten. Aber die internationale Gemeinschaft argumentierte, dass nun der Zeitpunkt gekommen sei, zuverlässig Wissenschaft auf der ISS zu betreiben, nachdem man so viel Zeit und Geld in dieses Projekt investiert hatte. Deshalb ist es gut, dass Präsident Obama mehr internationale Zusammenarbeit fordert, denn dadurch erreichen wir größere Beständigkeit in unseren Programmen. Wir werden gleich mit unserer Fragerunde beginnen. Aber zuvor noch eine Bemerkung. Sie stellen eine Verbindung her zwischen Innovation, Technologie und der partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Die ISS ist gebaut und nun haben wir ein Jahrzehnt lang Zeit, dort wissenschaftliche Forschungsarbeit zu betreiben. Kann die ISS als Modell dienen für internationale Kooperation? Den Nutzen, den wir daraus ziehen können und wie es weitergehen kann? Ich denke, die ISS veranschaulicht verschiedene Aspekte. Sie ist ein Modell für internationale Zusammenarbeit und Partnerschaft, denn sie ist das Ergebnis von Verträgen zwischen Nationen. Aber es geht auch um Vertrauen, das sich erst über die Jahre entwickelt hat. Und das war eine sehr mühsame Entwicklung. ESA, Roskosmos, die Japaner, wir, die Kanadier. Unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Befähigungen und Ressourcen. Aber die ISS hat es Nationen mit unglaublich unterschiedlichen Voraussetzungen ermöglicht, in einem Unternehmen zusammenzukommen und etwas beizutragen. Womit ich wieder beim Thema der Gegenseitigkeit wäre. Auch wenn nicht jeder gleich viel Geld aufbringen konnte, so waren wir doch bei der Umsetzung gleichberechtigt. Die ISS ist für uns heute zum einen das ideale internationale Forum für Interaktion und zum anderen das perfekte Forum für tatsächliche Wissenschaft. Und Sie haben den Begriff Innovation erwähnt. Am DLR haben wir uns genauer angesehen, was bedeutet eigentlich Innovation. Und wir unterscheiden, was vielleicht in der englischen Sprache nicht so geht, zwischen Erfindung und Erneuerung. Der wissenschaftliche Prozess beginnt mit einer Idee, damit, dass man etwas erfindet, ein Produkt vielleicht oder ein Prozess. Und eine Erneuerung ist nach unserem Verständnis etwas, das dann auf den Markt kommt. Wie kann man diese beiden Seiten verbinden? Ich gebe Ihnen ein Beispiel von der Internationalen Raumstation. Deutschland hat, über das DLR, auf der ISS ein Experiment finanziert, in dem es um komplexe Plasmen ging, also Plasmen, die ionisiert werden. Diese Versuche können am besten unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit durchgeführt werden. Das war der erste Schritt. Wissenschaftler untersuchten, was sind komplexe Plasmen? Wie verhalten sie sich und wie können wir sie beeinflussen? Und diese Erkenntnisse wurden dann umgesetzt in einem marktfähigen Produkt. Deutschland hat daraus ein Medikament entwickelt, mit dem man Wunden von Bakterien säubern kann. Hier gibt es also die Verbindung zwischen Grundlagenforschung auf der ISS und einem Produkt, das auf den Markt gekommen ist. Über die ISS wurde der Bogen geschlagen von der ersten Idee zur Erneuerung oder Innovation. Die ISS ist also das perfekte Instrument dafür. Wir sollten in den nächsten 10 Jahren alles tun, die ISS als wissenschaftliches Forschungslaboratorium zu nutzen. Deutschland war eine der ersten Nationen, die einen Menschen in den Weltraum geflogen hat. Wie sehr ist das Ansporn für Innovation und dafür, Weltraumforschung noch ernsthafter zu betreiben?
Sieht man darin einen greifbaren Nutzen? Ja, zwei Deutsche waren die ersten Ausländer, die an einer bemannten Weltraummission teilgenommen haben. Ein Astronaut aus der damaligen DDR, der mit einem russischen Raumschiff geflogen ist, und ein westdeutscher Astronaut, der mit den Amerikanern geflogen ist. Im Vorstand des DLR ist heute ebenfalls ein Astronaut, mein Kollege Thomas Reiter. Astronauten sind meines Erachtens die besten Botschafter, wenn es um die Erforschung des Weltalls geht, da sie authentisch sind. Denn wenn ich zu den Leuten spreche, so ist es eben nur ein Bauingenieur, der zu ihnen spricht. But if you use a real astronaut, it's much better. So I have my colleague Thomas Reiter. Space is, and you mentioned that you are using the word benefit. And again, I would. Weltraumforschung soll von Nutzen sein. So steht es auch ausdrücklich in der deutschen Raumfahrtstrategie. Space should have benefit. And when I read it. Als ich das erste Mal gelesen habe, war ich mir nicht sicher, was das genau meint. Aber wenn man darüber nachdenkt, wird die Idee dahinter deutlich. Raumfahrt soll von Nutzen sein für die Wissenschaften, für unser Verständnis des Universums, für unser Verständnis des Planeten Erde und bei der Entwicklung neuer Technologien. Der Begriff Nutzen ist in diesem Strategiepapier sehr breit angelegt. In Deutschland übt die Weltraumforschung auch eine große Faszination auf junge Leute aus. Weltraumforschung kann genutzt werden, nicht nur bei der Erforschung des Alls selbst, sondern auch in vielen anderen Bereichen, wie bei der Technologieentwicklung, in der Wissenschaft und im Ingenieurwesen. Sie ist das perfekte Werkzeug. Also Raumfahrtforschung kann gesehen werden als Ansporn in den Wissenschaften, in der Technologieentwicklung, der Mathematik, dem Management. Ich habe nun einige Fragen vor mir, von denen ich gerne einige stellen würde. Hier die erste. Es hat Jahre gedauert, bis man sich unter Beteiligung des amerikanischen Außenministeriums und anderer Regierungen auf die Errichtung der ISS geeinigt hat. Wie kann eine weitere Zusammenarbeit mit der NASA einfacher gemacht werden? Was haben wir aus den vergangenen Herausforderungen gelernt? Und wie können wir in der Zukunft besser kooperieren? Es hat nur ein halbes Jahr gedauert, bis wir die heutige Vereinbarung zwischen der NASA und dem DLR unterzeichnen konnten. Das war der leichte Weg. Und ich empfehle, machen Sie es wie wir. Ein kontinuierliches Engagement ist wichtig. Wenn man immer wieder zusammenarbeitet, dann ist es viel einfacher, sich darauf zu einigen, eine Übereinkunft verbindlich festzulegen. Die Rahmenvereinbarung, die Johann und ich heute Morgen unterzeichnet haben, ist das Ergebnis einer mehrjährigen Partnerschaft und Zusammenarbeit. Aber es gibt auch andere Vereinbarungen, die wesentlich kurzfristiger zustande kommen, wie zum Beispiel diejenige, die Deutschland an unserem Lunar Science Institute beteiligt. Aber auch hier spielt es eine Rolle, dass wir vorher zusammengearbeitet haben und alle Beteiligten sich einig sind, dass man gemeinsam mehr erreicht. Charlie, Sie haben von Anfang an als Astronaut und nun als NASA-Administrator international gearbeitet. Viele der Herausforderungen betreffen nicht nur die Raumfahrtbehörden, sondern die ganze Gesellschaft. Denken Sie, dass wir auch unter Berücksichtigung der Erfahrungen mit der ISS heute in der Lage sind, besser zusammenzuarbeiten und uns gemeinsam weiterzuentwickeln? Ich würde noch viel früher ansetzen, nicht erst bei der ISS, sondern als ich begann, für die NASA zu arbeiten und wir die ersten Weltraumlaboratorien, die Space Labs, flogen. Unsere erste internationale Space Lab Mission war D1. Wir flogen diese Mission mit unserem Space Shuttle für Deutschland. Es war unser Space Shuttle und an Bord hatten wir das deutsche Laboratorium. Später sind wir ähnliche Missionen für Japan geflogen und wir haben gelernt, dass man diese Dinge gemeinsam machen kann. Das war sozusagen der Vorläufer zur ISS. Und wir können Vorläufer weiterer Missionen sein.
Das gibt mir Gelegenheit für die nächste Frage und knüpft dann unsere Diskussionen an. Wie wird sich die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit von hier aus gesehen weiterentwickeln? Wir haben eine Reihe von Vereinbarungen für zukünftige Projekte. Sei es das Destiny-Projekt, an dem wir schon arbeiten, oder seien es andere, die sich über die nächsten Jahre hinziehen werden. Und es gibt Projekte, die wir angehen wollen, in der Luftfahrt zum Beispiel. Sie sind kurzfristiger als Raumfahrtprojekte und die Zusammenarbeit ist enger. Raumfahrtprojekte werden über Jahre im Voraus geplant, während sich Luftfahrtprojekte schnell ergeben können. So gibt es unter anderem ein Projekt, in dem es darum geht, Flugzeuge effizienter und effektiver durch den internationalen Luftraum zu bewegen. In einem anderen arbeiten wir an der Verringerung der Luftverschmutzung. Wir handeln hier gemeinsam. Das sind Dinge, die vor einem oder einem halben Jahr begonnen haben. Und die Zusammenarbeit zwischen der NASA und dem DLR in diesen Bereichen, in denen es nicht nur um Weltraumforschung geht, ist einzigartig. Ja. Und eine weitere Frage. Trifft das auch zu auf die Technologien, die unser Leben direkt betreffen? Die Untersuchung der menschlichen Spezies zum Beispiel und wissenschaftliche Missionen und Technologien. Ich habe in den vergangenen Tagen einige Forschungszentren der NASA besucht. Und ich kann nur sagen, es gibt mehr Ideen für Zusammenarbeit, als es finanzielle Mittel gibt. Und das ist auch gut so. Wäre es anders, so wäre das schrecklich. Die Wissenschaftler haben viele Ideen. Und ja, in der Luftfahrt gibt es, wie Sie sagten, schon eine gute Zusammenarbeit, wie zum Beispiel beim Management des Luftraums. Und ich bin mir sicher, dass wir das ausbauen können. Auch in der Weltraumforschung oder in ganz anderen Bereichen. Aber wir kooperieren auch in der Öffentlichkeitsarbeit. Die NASA und das DLR haben spezielle Programme für junge Leute, um ihnen unsere Arbeit näher zu bringen. Ich bin dankbar, dass sich unsere Zusammenarbeit nicht auf uns beide, mich und Charlie als NASA-Administrator beschränkt, sondern dass wir unsere Wissenschaftler und unsere Öffentlichkeitsarbeit mit einbinden. Beide Organisationen sind als Ganzes daran beteiligt. Und ich glaube, wir machen das sehr gut. Wir haben eine Menge erfahren über die menschliche Seite der Zusammenarbeit. Die NASA und das DLR haben vor allem im wissenschaftlichen Bereich kooperiert. In Missionen wie Sophia und Grace. Welche Rolle spielt die Zusammenarbeit außerhalb der Weltraumbehörden? Für junge Leute und Experten, die sich mit Herausforderungen innerhalb der Gesellschaft beschäftigen. Wie kann Weltraumforschung hier helfen? Denken wir an Klimawandel, Weltraumwetter, Trümmer im All. Viele unserer internationalen Partner sind nicht so breit aufgestellt wie das DLR in Deutschland. Sie sind viel kleiner. Und sie beschäftigen sich mit den sogenannten Bedürfnissen innerhalb der Gesellschaft. Erdwissenschaftliche Experimente oder Untersuchungen zum Klimawandel. Wir haben zum Beispiel ein Programm, das SERVIR heißt. Darin arbeiten wir zusammen mit Entwicklungs- und Schwellenländern und stellen diesen Flut- und Dürremodelle zur Verfügung. Deutschland und Amerika können hier kooperieren und anderen Nationen helfen, die gern an Weltraumprogrammen teilnehmen würden, aber nicht die finanziellen Mittel dafür haben. Die Beschäftigung mit dem Weltraum ist nicht etwas, was nur die NASA und das DLR tun. Das wird überall auf der Erde gemacht und es betrifft alle. Nehmen wir Kommunikation und Navigation. Navigation ist übrigens auch ein gutes Beispiel, wie Grundlagenforschung und Anwendung zusammengehen.
Denn die Einsteinsche Relativitätstheorie spielt eine Rolle, wenn es darum geht, ein korrektes Signal zu empfangen. Aber das DLR ist auch Mitglied in der Charter Space and Major Disasters. Hier werden Informationen aus dem All dazu verwendet, Hilfe bei Naturkatastrophen zu leisten. In Haiti zum Beispiel. Nach dem Erdbeben haben alle großen Institutionen ihre Daten zur Verfügung gestellt, um den Menschen vor Ort zu helfen. Das geht nicht direkt, aber wir konnten sagen, welche Straßen noch zugänglich waren, wo Hilfskräfte zuerst hingeschickt werden sollen. Das gehört zu unseren Verantwortungen. Denn Weltraumforschung ist auch tagtägliche Unterstützung. Es gibt ein interessantes Wortspiel im Deutschen. Space bedeutet All. Und Day heißt Tag. Alltag heißt also Space Day. Und Alltag heißt auch jeden Tag. Space Day ist also jeden Tag. Einer der Punkte, über die Sie sprechen, ist die beachtliche globale Expertise, die vorhanden ist in den Wissenschaften, der Ingenieurskunst und in anderen Bereichen. Angesichts dieses umfangreichen Wissens und dem, was ständig passiert, stellt sich die Frage, wie können wir dieses Wissen effektiv teilen, sodass wir in der Lage sind, es auf gesellschaftliche Herausforderungen anzuwenden. Manchmal sind wir gezwungen, zusammenzuarbeiten, so wie damals nach dem Zweiten Weltkrieg. Auf amerikanischer Seite hatten wir Robert Goddard und andere Raketenforscher. Aber es war die zusätzliche deutsche Expertise in der Raketenforschung, die die Grundlage schuf für das, was wir heute tun. Schauen Sie sich das Marshall Space Flight Center an und das, was Dr. von Braun und sein Team bewegt haben in dieser Epoche und in der NASA. Manchmal ist man eben gezwungen zu kooperieren und manchmal hat man den Luxus, nach Dingen suchen zu können, die man zusammen machen will, so wie wir heute. Wir haben vor dieser Diskussionsrunde hier über die andauernden Bemühungen in der Raumfahrtforschung gesprochen und darüber, was wir einen flexiblen Prozesspfad nennen. Was das bedeutet, ist, dass bei internationalen Partnerschaften nicht alle dasselbe wollen. Momentan haben die Deutschen kein großes Interesse am Mars, wir aber schon. Andererseits interessieren sich die Deutschen für den Mond, wir auch, doch nicht so viel. Zusammenarbeit bedeutet also, dass wir eine deutsche Mondmission unterstützen würden, wenn es dazu käme, und Sie wiederum unsere Mars-Mission. Und Sie werden sehen, dass sich alles mehr und mehr in diese Richtung entwickeln wird. Präsident Obama hat ausdrücklich betont, dass die internationale Kooperation nicht nur ausgebaut, sondern dass sie essentieller Teil unserer Arbeit werden wird. Das heißt, man kann nichts mehr ohne die Mitarbeit und den Erfolg seiner internationalen Partner erreichen. Was den Partner auf der einen Seite belastet, aber auch eine Chance ist. Mond und Mars, und dann gibt es noch Marsmonde. Vielleicht könnte das ja eine gemeinsame Sache werden. Sehen wir uns noch einmal an, wo wir im Moment stehen mit der Internationalen Raumstation. Wir haben uns darauf geeinigt, die Nutzung bis mindestens 2020, vielleicht sogar noch länger, auszudehnen. Wir wären nicht erfolgreich damit, hätten wir nicht den Raumtransporter der Europäischen Raumfahrtagentur in Deutschland oder das Versorgungsraumschiff aus Japan. Ohne die hätten wir ein Problem. Denn das ist der einzige Weg, wie wir, besonders wenn unsere kommerziellen Partner nicht zur Stelle sind, Ausrüstung, Nachschub und Ausstattung für Experimente zur ISS bekommen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass unsere jetzige Mission Falcon 9 ein Erfolg wird, weil sie jetzt Teil des Teams sind. Es gibt keine NASA mehr, die alles in Eigenregie regelt. Nicht, dass wir das je gemacht hätten, aber wir haben es vielleicht behauptet. Doch heute müssen wir zugeben, dass wir nur gemeinsam mit der Forschung, der Industrie und den internationalen Partnern Erfolg haben können.
Das erinnert mich daran, dass wir in der Vergangenheit oft über die Herausforderungen der Raketenforschung gesprochen haben. Es klingt so, als ob auch hier Zusammenarbeit ganz entscheidend ist. Was schlagen Sie Managern vor, die an Projekten arbeiten, oder Ingenieuren, die jetzt bei uns anfangen und mit der Forschung, der Industrie und internationalen Partnern kooperieren müssen? Wie kann das funktionieren? Ja, es gibt da natürlich keine Zauberformel, aber ich würde empfehlen, dass die jungen Leute, und ich beobachte, dass das mehr und mehr der Fall ist, die anderen Systeme kennenlernen. Also eine Zeit lang in der Industrie oder in der Forschung zu arbeiten, hilft natürlich, beide Welten zu verstehen. In ein anderes Land zu gehen. Die globale Gemeinschaft rückt immer näher zusammen. Natürlich gibt es verschiedene kulturelle Traditionen und Auffassungen, aber das ist eine besondere Herausforderung. Also, ich bin leider während meiner gesamten Schulzeit nicht ins Ausland gekommen. Ich war auch gar nicht daran interessiert, muss ich gestehen. Das war ein Fehler, ich weiß nicht von wem, aber egal. Und als ich dann in meinem Ingenieurbüro arbeitete, fragte eines Tages meine Frau, wollen wir nicht ins Ausland gehen? Und ich antwortete, nein, ich bin Ingenieur, ich bleibe zu Hause und baue Brücken. Und dann kam mein Chef zu mir, Herr Werner, es gibt da eine Idee. Wir müssen jemanden für ein Jahr nach Japan schicken. Ich konnte zwar überhaupt kein Japanisch, aber ich habe sofort Ja gesagt. Mein Chef wollte, dass ich erst mit meiner Frau spreche, was ich ablehnte. Er dachte da wohl, ich sei total charakterstark, aber eigentlich war ich ja ganz schwach, denn ich wusste schließlich, dass meine Frau das die ganze Zeit gewollt hatte. Also bin ich nach Japan gegangen. Meine Frau konnte übrigens beim ersten Mal nicht mitkommen, weil sie ihr Studium beenden musste. Aber diese Erfahrung hat mein Leben verändert. Ins Ausland zu gehen und zu sehen, was dort passiert, wie man dort arbeitet, macht einen offener. Und deswegen wäre das meine Empfehlung an Manager oder an die, die es gerne werden möchten. Zu versuchen, nicht nur die eigene, sondern auch andere Welten zu sehen und daraus zu lernen. Ich finde, die NASA und das DLR machen das sehr gut, denn wir tauschen Leute aus. Vielleicht haben wir bald mal eine Art Austauschprogramm für die Vorstände. Dann könnte ich Ihre Behörde leiten und Sie meine. Wir brauchen Austausch, um zu verstehen, was passiert. Immer wenn ich bei der NASA bin, lerne ich dazu. Und das hilft, weil es Vertrauen und Verständnis aufbaut und eine bessere Grundlage schafft für weitere Kooperationen. Ja, das ist sehr interessant. Beim letzten Masters with Masters hat Jean-Jacques Dordain gesagt, die wichtigste Fähigkeit sei die des globalen Denkens. Und das ist auch das, wovon Sie beide sprechen. Wir haben ein paar weitere Fragen aus dem Publikum hier und eine von Ihnen ist, es gibt viele Probleme auf der Welt. Globale Erwärmung, Katastrophenschutz. Was denken Sie, wie man Raumfahrttechnik nutzen kann, um diese Probleme zu lösen? Gegenfrage. Wie kann man Raumfahrttechnik nicht dafür nutzen? Globale Phänomene können nur von einer globalen Perspektive aus erfasst werden und Raumfahrt kann das. Globale Erwärmung. Schauen wir uns den Anstieg des Meeresspiegels an. Wissenschaftler hatten vorausgesagt, dass der Meeresspiegel in dem Maße steigen wird, wie der Dauerfrostboden schmilzt. Das war ein sehr einfacher Ansatz. Erste Untersuchungen zeigen aber, dass das so nicht stimmt. An manchen Orten steigt der Meeresspiegel, an anderen sinkt er. Das ist also eine wissenschaftliche Frage, die nur durch die Raumfahrttechnologie beantwortet werden kann. Nur von ihr bekommen wir die Daten, aus denen man nach der Analyse neue Theorien entwickeln kann. Zwar kann man die Probleme nicht lösen, aber man kann sie analysieren. Und das ist der erste Schritt zu ihrer Lösung. Ich möchte ein paar konkrete Beispiele nennen. Johann hat vorhin das Erdbeben in Haiti erwähnt.
Innerhalb weniger Stunden nach dem Erdbeben standen die Satellitenaufnahmen vieler Nationen zur Verfügung, um den Leuten vor Ort die Hilfe zu erleichtern. Es gibt eine Sache, auf die wir bei der NASA besonders stolz sind. Und mein Kollege Mike, wenn er zuhört, kann mich verbessern, wenn ich das nicht richtig formuliere. Einige unserer Satelliten, die wir A-Train nennen, haben 3 Schlammlawinen westlich von Port-au-Prince lokalisiert, die sonst vielleicht Tage, wenn nicht sogar wochenlang unentdeckt geblieben wären. Und so wurden Leben gerettet. Oder die Bergleute in Chile. Dort haben wir keine Satellitenbilder benutzt, sondern Technologien aus dem Weltall, nämlich physikalisch-mechanische Technologien sowie physiologisches und medizinisches Wissen. Dinge, die wir lernen mussten, um lange Aufenthalte auf der internationalen Raumstation zu ermöglichen, wurden bei einem Unglück auf der Erde eingesetzt. Und 33 Menschen konnten gerettet werden. Es ist schwer zu sagen, ob das sonst möglich gewesen wäre. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Leute gerettet wurden, weil Wissen aus der Raumfahrt zusammenging mit dem Wissen der Hilfsorganisationen. Die Firma, die für die Bohrungen zuständig war, hat 2 Jungs aus Afghanistan geholt, die dort Brunnen bohren. Die haben diese Technologie dann in Chile benutzt. Und so konnten wir schneller zu den Bergleuten durchdringen. Also, Raumfahrttechnik ist ständig präsent, auch im Alltag. Und es wird auch weiter so sein. Ein weiteres Beispiel, ich erwähne es oft, weil es so wichtig ist. Es gibt den, ich weiß nicht, wie es auf Englisch heißt, plötzlichen Kindstod. Ja, plötzlicher Kindstod. Ja, also der plötzliche Kindstod. Wie geht man damit um? Mit den Sensoren, die die Astronauten im Weltall benutzen, wurde ein spezieller Anzug für Kinder entwickelt. Und der rettet jetzt Hunderten von Kindern das Leben. Das ist ein weiteres konkretes Beispiel für die Übertragung von Raumfahrttechnologien auf den zivilen Bereich. Natürlich könnte man sagen, es ginge auch ohne den Weltraum. Aber zwischen einer Idee und ihrer Anwendung gibt es keinen geradlinigen Weg. Da steht oft eine revolutionäre Idee dazwischen. Und Weltraumforschung ist dafür wie geschaffen? Der Akkubohrer wurde für die Apollo 11-Mission entwickelt, weil sie kein Kabel zum Mond hatten. Gut, wir hätten das auch auf der Erde machen können, aber so ist es eben gemacht worden. Sie haben auch Handcreme erfunden. Wirklich? But you have. No. Diese Astronauten. Gute Ideen kommen also aus der Forschung und Technologie und haben Auswirkungen auf die Anwendung. Not macht erfinderisch. Es gibt 2 Modelle. Neue Technologien werden entwickelt und man findet eine Anwendung für sie. Oder ein konkreter Bedarf selber erfordert die Entwicklung neuer Technologien. Ich glaube, Letzteres ist effektiver, aber beide sind notwendig. Jetzt haben wir eine Frage von Mark Lee von der NASA. Seine Frage ist, die internationale Raumstation ist für Wissenschaft und Technologie bestimmt, aber immer noch sehr spärlich eingerichtet. Wie ein Apartment in einem schicken Hochhaus, ohne die passenden Möbel. Gibt es Bemühungen, die Forschungsmöglichkeiten auf der ISS zu verbessern? Ich würde nicht sagen, dass das europäische Forschungsmodul Columbus spärlich eingerichtet ist. Sicher, es könnte mehr sein. Es ist nicht so eingerichtet wie mein Wohnzimmer, aber wie ein Forschungslabor schon. Und natürlich könnte es mehr sein. Und deswegen hat Deutschland die Absicht, sich innerhalb der kommenden 10 Jahre klar auf die wissenschaftliche und technologische Nutzung der ISS zu fokussieren. Natürlich ist es schon schwierig genug, die Bedingungen aufrechtzuerhalten, dass Menschen auf der ISS leben können. Es gibt zum Beispiel Probleme mit dem Wasser.
Aber wir sollten uns, nachdem mehrere Länder und vor allem die USA so viel investiert haben, darauf konzentrieren, die ISS für wissenschaftliche Zwecke zu nutzen. Deutschland hat deshalb als erste Nation innerhalb der Europäischen Weltraumbehörde gesagt, ja, wir wollen die ISS für mindestens 10 weitere Jahre unterstützen. Also es passiert viel und es wird weitergehen in den nächsten 10 Jahren. Wir kommen langsam zum Ende. Sie beide haben in der Diskussion hier und auch an anderer Stelle über die Wichtigkeit gesprochen, Raum zu schaffen für die junge Generation, um die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, in Angriff zu nehmen. Ich würde dazu gerne über den Begriff des Mentors sprechen und fragen, wer Ihre Mentoren waren in Ihrer beruflichen Laufbahn. Charlie, wer waren Ihre Mentoren? Sie werden jetzt sagen, das habe ich doch schon mal gehört. Aber meine ersten Mentoren waren meine Eltern. Sie waren als Pädagogen unschätzbar wertvoll für mich. Sie haben auch ihr Leben lang als Lehrer gearbeitet. Ich bin kein Lehrer geworden, weil ich gesehen habe, wie hart sie gearbeitet haben und mit wie viel Hingabe. Und ehrlich gesagt, sie haben wenig verdient. Aber so ist das mit den Lehrern. Ich bin heute ein Marine wegen eines Menschen, den ich auf der Marineakademie getroffen habe und der mich unglaublich beeindruckt hat. Ohne meinen Mentor Dr. Ron McNair hätte ich mich niemals für das Raumfahrtprogramm beworben. In meinem Fall ist es schwieriger. Natürlich waren meine Eltern meine Mentoren, aber sie waren es, ohne anwesend zu sein. Mein Vater ist gestorben, als ich 13 war. Meine Mutter hat damals gesagt, okay, ich werde versuchen zu überleben, bis du eine Arbeit gefunden hast. Und als ich die hatte, ist sie 14 Tage später gestorben. Das war sehr extrem. Ich war dann mehr oder weniger alleine. Ich habe einen älteren Bruder, zu dem ich eine gute Beziehung habe. Mein Vater war also mein Mentor, ohne wirklich bei mir zu sein. Das ist seltsam, aber er hat mir ein Gefühl gegeben, welche Werte man haben sollte in der Welt. Persönliche Werte wie Vertrauen habe ich gelernt, als er schon nicht mehr da war. Und dann gab es die Person, die mich nach Japan geschickt hat. Mein Chef, Herr König, der wirklich war wie ein Vater für mich. Wir haben auch gestritten, wie das Vater und Sohn tun, aber er war mein lebender Mentor. Die Wichtigkeit von Mentoren ist nicht zu unterschätzen. Welchen Rat haben Sie für junge Leute? Wie findet man Mentoren? Wie passiert das? Ist es eine bestimmte Anziehung? Sucht man sie sich aus? Oder was schlagen Sie vor? Ich glaube, dass viele Leute sich heute aktiv Mentoren suchen. Ich sage oft, hör zu und beobachte. Jeder kann ein Mentor sein. Meine jetzigen Mentoren sind mein Sohn und meine Tochter. Sie sind unglaublich. Ich schaue zu, was sie machen und wie sie es machen und versuche es nachzuahmen. Ich glaube, anstatt jemanden zu fragen, ob er ein Mentor sein will, sollte man zuhören und Leute dabei beobachten, wie sie Dinge angehen, von denen man denkt, dass sie einen Unterschied im Leben anderer machen können. Ich weiß, dass es Unternehmen gibt, die ihren Mitarbeitern, die schon 30 oder mehr Jahre dort arbeiten, Highschool- oder College-Absolventen als Mentoren zur Seite stellen. Mentor kann man also in jedem Alter sein? Ja, das stimmt. Wir als Vorstände von Institutionen können helfen und etwas anbieten. Aber die jungen Leute müssen ihren eigenen Weg finden. Und wir brauchen selber Mentoren. Auch jetzt noch. Das stimmt. Meine Kinder sind zum Beispiel meine Mentoren für neue Kommunikationswege, wie Twitter und Blogs. Meine PR-Leute fragen mich. Und ich habe dann meine Kinder als Mentoren, die sagen, mach das so. Unsere Zeit ist leider abgelaufen. Wir möchten Johann Werner und Charlie Bolden danken,
dass Sie sich trotz Ihres vollen Terminkalenders die Zeit genommen haben, ein paar Ihrer Gedanken und Reflexionen mit uns zu teilen. Danke. Vielen Dank. Wir wollen auch unseren Gästen vom DLR danken, die geholfen haben, das hier zu organisieren, und dem International Relations Team, die aufpassen, dass wir alles richtig machen. Und den großartigen Leuten von NASA TV. Schauen Sie sich diese und auch die anderen Masters with Masters Folgen auf der NASA Academy Website an und hören Sie nicht auf zu lernen. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.